Moin. Vom Wohnmobilstellplatz. Windrig. Ich werde es nicht behalten. Ja, wir waren ja auf der Burg oben Landshut und sind die da so ein bisschen umschlichen. Dann sind wir, das war in Bernd-Kastel-Kues, dann sind wir zurück an Windrich vorbei Richtung Peaceport. Das ist der nächste Ort da. Und da waren wir bei Edeka und da zeige ich euch jetzt einen kleinen Haul, was man so oder wir so brauchen. Oder auch nicht. Einmal Bierschinken. 3-mal diese guten, die nehmen wir am liebsten für unsere Toilette. Diese Bio-Müllfolienbeutel. Wichtig ist reißfest und flüssigkeitsdicht. Die kosten da jetzt 1,99. 3-mal. Einmal Rahmtilsitien. Ich mache gerne auf dem Brötchen eine Scheibe Tilsitien oder Käse und Bierschinken oder Schinken oder irgendwas doof. So ein bisschen mopsiger. Dann habe ich mitgenommen 1-mal Schinkenheu. Das brauche ich für mein Sauerkraut. Denn mir das letzte bei Sehren und Gitte so gut geschmeckt. Und da habe ich mir Weinsauerkraut geholt. 520 Gramm, 45 Cent. Wollte ich mir schön kochen und dann jetzt nicht fetten Speck oder so da rein, sondern einfach nur so ein bisschen Schinkenheu für den Geschmack. Dann einmal aus unserer Kindheit noch. Also sind die jetzt nicht, aber Welthölzer. Wer kennt sie nicht? Paw Paws, Amber Valley, 2 Schälchen Hundefutter. Sven hat sich einmal unsere feinen Heringsfilets in Tomatensauce geholt. Crave, 65% Hühn. So Hühn, ne? Hoher Proteingehalt. Ja, das ist Huhn oder Pute. Irgendwelche Flugtiere sind da drauf. Ich habe gerade meine Brille nicht auf der Nase. Pastete mit Huhn und Truthahn. Ohne Getreide. Sven riecht das auf. Wir haben zwar Fliegennetze vor den Fenster, also so eine Rollos und so einen Puschelvorhang, aber es ist fleucht da immer eine rein. 79 Cent. Klatscht das Watt. Und endlich ein Wendy. Gestern Bratkartoffel. Okay, es ging. Aber auch Spiegelei und so. Ein Wendy darf in keinem Wohnmobil fehlen. Pfannenwender. Bei mir heißt ein Pfannenwender Wendy wegen SpongeBob. Der hatte doch den goldenen Wendy gewonnen damals, als Preis erhalten für den besten Burgerbrater. Hier ist noch die dritte Rolle. Dann hat sich Sven 2 Schmoothies geholt. Smoothies. 1-mal Vitaminbündel. Und 1-mal Guave, Ananas und Apfel. Niemals Zucker zugesetzt. Hilft deinen Abwehrkräften. Mandarine, Karotte, Apfel, Ingwer, Leinsamen und Vitamine. Innocent. Kabelsalat. Und
Ich möchte in mein Sauerkraut ein bisschen Rauchsalz reinmachen. Von Hartkorn. Ich mache ja gerne so Buchenholz und... Oh, das riecht wie unser Duft, die Duftkarte aus dem Auto. Ja. Oh, riecht das gut. Könnte irgendwo eine Kühlerhütte im Wald sein. Das stelle ich mir als Aromator. Diffuser. Hä? Nein, Getränke filme ich nicht. Zelda, Cola. Achso, ein Getränk habe ich mir gekauft und zwar. Den letzten Alkohol hatte ich getrunken bei Madi. Das war ein Glas Aperol Spritz. Und davor. Weil wir trinken keinen Alkohol. Story hatte ich schon erzählt. Aber ich musste das hier mitnehmen: so mein Glas. Jubilius Cremelikör Walnuss. Uns wurde zwar Haselnuss empfohlen, aber das war so nicht klar, also braun, durchsichtig. Aber ich wollte sowas Cremiges. Peter Jubilius, Wallweg Mosel. Der Likör vereint den charakteristisch nussig-milden Geschmack der Walnuss mit der cremigen Sahne und weichem Alkohol. Das soffen wir ja nicht die ganze Pulle, ne? Mal ein Gläschen so zum Lippen benetzen. Ja, und das war's. Das war der Edeka Hall in Peaceport.